Der Frostwächter im Wohnmobil, was das Truma Frost Control ist, wo ihr es findet und was ihr über die Bedienung wissen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Wir sind Udo und Christina und in dem heutigen Video geht es um den Frostwächter von Truma. In letzter Zeit haben wir in diversen Facebook-Gruppen gelesen, dass sich immer wieder Leute darüber gewundert haben, dass sie auf einmal ziemlich viel Wasser verloren haben. Zum Beispiel für ein Wohnmobil-Dinner dann Wasser getankt und auf einmal ist dann halt alles rausgelaufen. Und Schuld ist daran quasi das Frost Control von Truma. Ja, und das haben wir mal zum Anlass genommen, um uns ein bisschen auch in dieses Thema einzuarbeiten. Wir waren uns nämlich am Anfang auch nicht wirklich sicher, ob wir so einen Frostwächter verbaut haben und wie der aussieht, wo man den findet, was man bei der Bedienung so berücksichtigen muss. Das erfahrt ihr in diesem Video. Und das passt auch noch ganz gut zu unserem letzten Video, in dem es um die Dieselheizung ging. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann verlinken wir es euch hier oben in der Infocard. So, kommen wir zur ersten Frage. Was ist der Frostwächter überhaupt? Das kann man im Grunde ganz einfach zusammenfassen. Der Frostwächter ist ein Sicherheitsventil, das auslöst, wenn ein Überdruck auf der Leitung entsteht oder wenn die Temperatur unter 3 Grad sinkt, also ja, Frostgefahr droht sozusagen. Ich zeige das mal hier im Bild. Also das Wasser von der, also der normale Wasserkreislauf, der fließt hier so von links nach rechts durch oder rechts nach links, je nachdem. Ich weiß noch nicht, wie das Bild aussieht. wenn dieses Ventil halt öffnet, dann fließt das Wasser nach unten unter dem Wohnmobil ab. Das Ganze funktioniert stromlos. Das heißt, ihr braucht euch da also irgendwie auch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie keinen Strom mehr auf der Batterie habt oder zu Hause nicht angeschlossen habt am Landstrom oder wie auch immer. Also dieses Sicherheitsventil, dieser Frostwächter, der funktioniert stromlos. Und der Frostwächter lässt sich auch manuell öffnen. Ja, einfach wenn man halt den Inhalt vom Boiler, den Wasserinhalt vom Boiler entleeren will. Zum Beispiel, wenn man halt ein Wohnmobil dann winterfest machen will, dann müsste man das ja auch manuell machen, also bevor es kalt wird. Und des Weiteren ist der Frostwächter relativ tief im Fahrzeug verbaut. Ist dann quasi so, wenn man, ja, also wenn das Wasser dann aus dem Boiler läuft, dann läuft meistens auch das Wasser aus dem Tank danach, weil das drückt ja dann quasi, der Wassertank ist höher als der Auslauf von dem Frostwächter. Und dann läuft halt auch das restliche Wasser vom Wassertank nach. Ja, also der meiste Teil, ein bisschen bleibt manchmal noch drin, ja, aber vielleicht, dann wundert man Pfütze. Sich, ja, wenn man die erste Tasse Kaffee gemacht hat, dass dann kein Wasser mehr im 90-Liter-Tank ist oder 100-Liter-Tank. Die zweite Frage ist, wie funktioniert der Frostwächter? Und der Frostwächter hat im Grunde zwei Funktionen, haben wir schon gesagt. Die erste ist, dass er halt bei Überdruck diesen Überdruck aus dem System entlässt und zwar löst er dann ab 3,5 Bar aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann löst er bei diesem Überdruck ablassen nicht dauerhaft dieses Ventil, also dass dauerhaft Wasser abfließt, sondern nur stoßweise, um diesen Druck rauszulassen. Ich lese mal kurz vor, was in der Anleitung steht. Bei Überdruck im System erfolgt automatisch ein stoßweiser Druckausgleich über das Sicherheitsventil. Also falls jemand von euch genau weiß, ob das so ist oder nicht, also ob dieses Ventil dann dauerhaft löst oder wirklich nur den Überdruck kurz rauslässt, dann wieder schließt, dann gebt uns mal kurz Feedback unten in den Kommentaren. Der häufigere Fall, welcher dann zum Wasserverlust führt, ist, wenn die Temperatur am Frostwächter oder ja am Boiler in der Umgebungstemperatur unter 3 Grad erreicht. Genau, dann öffnet sich halt das Ventil permanent und das Wasser läuft halt raus. Und man muss das dann auch wieder händisch schließen, das Ventil. Das geht aber dann nicht erst ab einer Temperatur von 3 Grad, sondern man braucht eine Mindesttemperatur von 7 Grad. Und ja, dann müsste man halt den Van eigentlich erstmal wieder ein bisschen aufheizen, also wenn es wirklich draußen richtig kalt ist, damit halt die Umgebungstemperatur beim Boiler 7 Grad mindestens erreicht. Als Zubehör gibt es von Truma noch so ein Heizelement, das kann man unten in den Frostwächter einstecken und das also regelt dann die Temperatur quasi auf 10 Grad am Frostwächter hoch und ist dann unabhängig von der Innenraumtemperatur. Ja, man gaukelt quasi dem Frostwächter eine Innenraumtemperatur von 10 Grad vor und dadurch kann man den Boiler dann wieder schneller befüllen und nutzen.
Beides, also sowohl den Frostwächter, falls ihr noch keinen verbaut habt, und auch dieses Heizelement, verlinken wir euch unten in der Beschreibung. So, und bevor wir uns jetzt auf die Suche nach unserem Frostwächter machen, kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne auch den Kanal und klickt am besten auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Uns hilft das, den Kanal weiterzuentwickeln und jede Woche ein neues Video für euch zu produzieren. So, zum nächsten Punkt. Wo befindet sich der Frostwächter? Das ist natürlich in jedem Fahrzeug unterschiedlich. In der Regel sollte der natürlich in der Nähe des Boilers verbaut sein. Also schaut einfach mal in euren Heizungskeller und schaut da nach einem schwarzen Plastikteil mit blauen Knöpfen. Genau, der ist, also der Frostwächter ist bei uns halt hier unter der Sitzbank verbaut, wo halt auch die Heizung verbaut ist. Und wie das genau ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. So, wir haben jetzt hier mal umgebaut und die Heizung freigelegt. Ich habe hier die Handykamera mal hier für euch hier vorne hingebaut, damit ihr auch was sehen könnt. Also unser Frostwächter, der ist hier in der Ecke. Da vorne ist die Heizung quasi, hier ist die Batterie vom Aufbau. Und es gibt ja im Grunde an diesem Frostwächter ja nur zwei Knöpfe, also ist die Bedienung nicht allzu schwer. Hier sieht man die beiden Schläuche und wenn dieses, wie soll man das mal nennen, hier Drehdinge quasi in der gleichen Richtung, ja, wie so ein Verkehrspolizist zeigt, dann ist der Durchfluss hier sozusagen geöffnet. Wenn ich den jetzt drehe, dann ist der Durchfluss blockiert und das Wasser wird nach unten hin abgelassen. Und dann haben wir noch hier hinten diesen Knopf und der ist im Grunde auch relativ simpel. Der kann nur rein oder raus. Wenn der so wie in dieser Stellung jetzt draußen ist, dann bedeutet das, das Ventil ist geöffnet und das Wasser fließt nach unten unter den Wagen ab. Und ich kann ihn jetzt so lange wie dieser Regler hier oder dieser obere Regler in dieser geblockten Stellung ist, kann ich ihn auch nicht wieder reindrücken. Das heißt, wenn ich ihn wieder jetzt, also wenn ich dieses Ventil jetzt wieder schließen möchte, dann muss ich einmal den Durchfluss quasi hier mit diesem oberen Regler wieder freigeben und dann den Knopf hier unten reindrücken. Nur in dieser Kombination, also einmal der Regler ist so wie die beiden Schläuche in der gleichen Richtung, also dass der Durchfluss gegeben ist und der Knopf ist hier unten reingedrückt, dann fließt das Wasser quasi zum Boiler und nicht unter den Wagen. So, ihr müsst also auch immer daran denken, wenn der Frostwächter einmal ausgelöst hat, dann müsst ihr den manuell auch wieder zurücksetzen. Ja? Also wie gerade gezeigt, einmal den Regler in die gerade Stellung und den Knopf wieder reindrücken. Ansonsten fließt euch das Wasser immer durch. Da hilft es dann auch nicht, neues Wasser nachzugießen. Das wird dann weiter durchfließen. So, und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum wir diese Truma Dieselheizung verbaut haben, ob die stinkt, ob die raucht, ob die laut ist oder sonstiges, was man dazu wissen muss, dann schaut euch jetzt das nächste Video an und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.